Wir haben die Haarlinie jetzt, ne, genau vorne angesetzt, wo auch deine natürliche Haarlinie langlaufen würde. Deswegen haben wir auch hier vorne, ne, was ich vorhin schon erklärt habe, in den Ecken gerade, dass wir die nicht zu markant machen, nicht zu weit nach vorne gehen, ne, weil das muss natürlich auch zu der Gesichtssymmetrie passen. Das soll alles noch natürlich wirken. Deswegen werden wir oben im Bereich ein bisschen enger arbeiten und gerade nach vorne, wo die Haarlinie ist, wird das Ganze mehr auslaufend sein. Die Haarlinie ist abgesegnet von dem Patienten. Ne? Wir werden die Haarlinie jetzt noch kurz mit dem Edding befestigen. Einfach aus dem Grund, weil so ein Kajalstift, den kann man schnell mal wegwischen, ne? Damit wir gleich eine saubere Linie haben. Dann schaust du dir das Ganze noch mal in Ruhe an, ob dir das so gefällt. Und dann können wir gleich auch direkt loslegen. Wie man sehen kann, ist das Haupthaar ein bisschen licht. Dementsprechend passen wir gerade die lichten Stellen wieder an und ziehen auch eine neue Haarlinie, weil gerade nach vorne hin auslaufend ist das Haar schon sehr dünn. Wir setzen kleine Pigmente in die Haut, nicht tief in die Haut, circa nur einen halben Millimeter wird die Farbe gesetzt. Durch die Pigmentierung kann man diese lichten Stellen sehr gut ausgleichen und gerade bei einer Länge von 0 bis 1 Millimeter bei den Haaren fällt die Pigmentierung eigentlich nicht auf und man kann halt wunderschön wieder eine neue Haarlinie herstellen. Eine Pigmentierung ist keine Tätowierung, da das Ganze nicht permanent ist. Das Pigment hält circa 3 bis 4 Jahre in der Haut, je nach Beschaffenheit der Haut. Ist also nicht wie ein Tattoo, was permanent ist. Auch bei der Farbe gibt es Unterschiede. Ein Tätowierer, was manche Leute vielleicht kennen, die selbst tätowiert sind, benutzt oft eine Farbe, die mit Eisenoxiden angemischt ist. Diese Farbe verblasst nach ein paar Jahren auch in einen grün- oder bläulichen Ton. Die Pigmentfarbe jedoch ist mit Asche angereichert. Das hat den Vorteil, dass das Pigment ein bisschen gräulich verblasst, was aber auch gewollt ist. Da, wie man auch hier wieder schön sehen kann, ein Kopf, der rasiert ist, der wirft keinen schwarzen Schatten, sondern hat so einen leichten Graustich mit drin. Dementsprechend benutzt man da einfach eine andere Farbe. Auch die Nadelgröße ist ein Unterschied zu einer normalen Tätowiernadel. Natürlich gibt es beim Tätowierer auch verschiedene Größen an Nadeln, die er benutzt. Jedoch haben wir hier eine sehr, sehr feine Nadel. Einfach aus dem Grund heraus, dass man damit besser kleine, natürliche Haarfollikel in die Kopfhaut einzeichnen kann. Würde man eine Tätowierernadel nehmen, die sind häufig ein bisschen dicker und das Ganze würde sehr markant und sehr gekünstelt wirken. Generell ist eine Haarpigmentierung für Leute geeignet, die erstmal dunkle Haare haben, wobei man hier nicht unbedingt nur von schwarzen Haaren spricht, sondern auch braune Haare, auch hellbraune Haare, Straßenköterblond, sowas ist auch alles im Bereich des Möglichen. Jedoch kommt es deshalb auf die Farbe an, weil, wie ich gerade schon erklärt habe, es wird ein Aschepigment benutzt, was halt einen leichten Graustich hat. Es ist ein dunkler Ton. Dementsprechend eignen sich Leute mit hellen Haaren nicht für eine Haarpigmentierung. Jedoch kann man eine Pigmentierung auch zum Verdichten benutzen. Bei Männern und Frauen, die beispielsweise lichtes Haar haben und diese lichten Stellen kaschieren möchten. Da man durch die Einzeichnung von den kleinen, dunkleren Haarfollikeln auf der Kopfhaut den Kontrast von dem Haar zur hellen Kopfhaut ein bisschen entgegenwirken kann. Wir haben gestern die dritte und abschließende Sitzung hinter uns gebracht. Wie man erkennen kann, die Farbe im vorderen Bereich, da sind noch leichte Rötungen zu erkennen. Dennoch kann man das Ergebnis gut erkennen. Der Patient hat soweit auch keine Schmerzen gehabt während der Behandlung. Das Ganze muss jetzt erstmal noch 3 bis 4 Tage circa richtig abheilen, damit die Rötungen raus sind und die Farbe von der Haut richtig aufgenommen werden kann. In der Regel spricht man da von einem Zeitraum von 5 bis 7 Tagen nach der Behandlung. In dieser Zeit bildet sich eine neue Hautschicht, die das Pigment quasi in die Haut einschließt. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt nach der dritten Behandlung muss ich sagen, dass ich positiv überrascht bin und dass ich echt begeistert bin, dass es so natürlich aussieht. Ja, und ich bin mehr als zufrieden. Also am Anfang habe ich mir überlegt, mal die Haare einzupflanzen. Aber dann habe ich mich halt nach Alternativen umgeschaut. Und so bin ich halt drauf gestoßen, dass es auch diese Alternative gibt. Direkt nach der Behandlung ist es erstmal wichtig für den Patienten, dass er darauf achtet, den Kopf erstmal nicht mit Wasser zu waschen. Sprich, beim Duschen einfach auslassen. Die Stellen am Kopf, beziehungsweise den ganzen Kopf auslassen beim Duschen.
Auch sonst darauf zu achten, dass er erstmal keinen Sport macht. Alles, was generell Schwitzen über den Kopf fördert, weil natürlich die Farbe oberflächlich in die Kopfhaut eingesetzt ist. Deswegen muss sich da erstmal eine neue Hautschicht drüber bilden. Ansonsten wäre zu beachten, dass er direkt nach der Behandlung keine direkte Sonneneinstrahlung auf der Kopfhaut hat und auch in den Folgewochen nach der Behandlung erstmal auf Sonne verzichtet, beziehungsweise Sonnenschutz.